herzlich dazu begrüßen. Ich begrüße unseren Gästetrainer Nils Gödel und unseren Herbert Müller und bitte unseren Gästetrainer Sören um ein kurzes Statement zum Spiel, eine Einschätzung von seiner Seite. Erstmal guten Abend, Glückwunsch nach Thüringen. Das war heute ja in der Herzeit, haben wir keinen Zugriff gefunden. Ich glaube, da haben wir halt den Klassenunterschied gesehen, warum Thüringen die Meisterschaft auch mitspielt. Wir da stehen, wo wir stehen. Wir können auch mit den 4 Tagen Pause jetzt dann auch mit Vollpower reingehen und haben natürlich dann erste Halbzeit uns einen guten Boden gespielt. Das wollen wir natürlich so nicht. Wir haben uns ein bisschen darauf vorbereitet. Aber mit der einfach taktischen Variation, die Thüringen dann auch drauf haben, mit 7. Feldspieler, 6. Feldspieler, die ganzen taktischen Variationen angebracht werden, kamen wir heute nicht hundertprozentig mit zurecht. Deswegen nochmal Glückwunsch nach Thüringen und noch guten weiteren Verlauf. Vielen Dank. Ja, ich denke, wir wollten einfach antreten, um in der Bundesliga jetzt wirklich das Restprogramm optimal und gut anzugehen. Ich glaube, das hat man von der ersten Sekunde an gespürt, mit welchem Engagement wir in diese Spiele eingegangen sind. Und nachdem wir wirklich in den letzten Wochen eine schlechte erste Halbzeit hatten, wollten wir unbedingt diese ganz, ganz gut machen. Und aus meiner Sicht war die erste Halbzeit überragend. Wir haben das richtig, richtig gut gemacht. Wenn man mal die 2 Sekunden absieht, die wir verworfen haben in der ersten Halbzeit, waren es doch wirklich fast am Optimum, auch was unser Abwehrverhalten betrifft, was das Umschaltverhalten betrifft, auch das 7 gegen 6 hat in der ersten Halbzeit sehr gut geklappt. Und wenn wir vor dem Spiel jemand sagt, dass wir hier mit 13 gewinnen, hätte ich das sofort angenommen und hätte gejubelt. Aber als wir dann in der zweiten Halbzeit mit 16 geführt haben, wollte ich natürlich noch mehr. Und das ist ja klar, man kriegt nie genug und im Endeffekt haben wir dann ein bisschen nachgelassen. Oldenburg ist weiter mit Tempo gekommen, hat dann doch schon ein paar leichte Tore erzielt. Und wir sind aber dann doch nochmal zurückgekommen. Bei 10 sind wir nochmal auf 13. Das heißt, unterm Strich ein super Spiel. Wir haben mit 13 gewonnen, 2 Punkte, das ist das Entscheidende. Wichtig ist einfach, dass wir so auftreten in der ersten Halbzeit und Gas geben, an uns glauben und eure Unterstützung brauchen, damit wir auch das nächste Spiel am Samstag, das wird genauso schwierig, auch da müssen wir Gas geben und wir wollen alles dran setzen, um auch da die 2 Punkte zu behalten. Mit dem Ergebnis bin ich natürlich sehr zufrieden heute. Dem bleibt mir nur nicht so sehr viel hinzuzufügen. Es ist Mittwochabend, alle wollen nach Hause. Ich bedanke mich nochmal für die tolle Stimmung und denke, beide Mannschaften haben sich nochmal einen riesen Applaus für ein Spiel mit offenem Visier verdient. Ich wünsche unseren Gästen eine gute Nachhausereise und ein gutes Gelegen an der Saison. Und freue mich auf ein Wiedersehen am Samstag hier in der Salzhalle gegen Blomberg. Tschüss und guten Abend noch.